Rein ins Vergnügen, möglichst cool. Ein Sprung vom Fünfer ist eine Frage der Übung. Doch wer öfter springt, will irgendwann mehr. Okay, auf, runter vom Fünfer. Zehner macht auf. Der 10-Meter-Turm, die ultimative Herausforderung jedes Springers. Von unten noch unspektakulär, doch von oben ein schwindelerregender Abgrund. Okay, alles raus aus dem Wasser. Schwimmmeister Marco Magin ist der Chef der Sprunganlage im Mannheimer Herzogenriedbad. Dreimal täglich öffnet er das höchste Brett für diejenigen, die den echten Kick suchen. Das ist gemischt, also von 7-8-Jährigen, die ihre ersten Sprünge machen, bis zu Veteranen von 50, 60. Marco Magin geht immer als Erster nach oben. Hinter ihm eine Schlange von Helden und solcher, die es werden wollen. Immer nur 5 dürfen gleichzeitig hoch. Sicherheitsmaßnahme. Raus aus dem Wasser! Braucht man Mut? Ja, die erste Überwindung ist schon groß, aber dann ist man eigentlich im Wasser und dann ist alles gut. Man kann halt nichts richtig runter machen, rückwärts, also ist alles so gefährlich. Ich weiß nicht, ich hab's noch nie gemacht, aber reizt mich. Das erste Mal ist immer am besten, der Adrenalinkick. Hallöchen. Wer erstmal oben ist, der springt auch. Wieder runterklettern machen die wenigsten. Verletzungen sind selten, aber möglich. Ist schon mal was passiert? Ja, Verdacht auf Lungenriss, Prellungen, eine Fraktur. Aber alles Leute, die halt gedacht haben, sie wären der Held, und dann war es doch nicht so gut. An der Kante zeigt sich dann, wer die Angst besiegt. Im Rausch der Tiefe. Drei Sekunden schwerelos. Superman für einen Augenblick. Sind es coole Typen? Ja, wieso nicht? Manche übertreiben es halt. Die geben damit halt voll an. Es kommt drauf an, wer springt. Und wie war's? Ja, super. Ja, gut. Ja? Ist jetzt der zweite, dritte Sprung. War alles klar. Halt Adrenalin. Das ist auch das Ding. Wie springst du davon? Es tut manchmal weh, aber es geht. Einfach mal machen, nicht so viel nachdenken. Sieht ja auch ganz leicht aus, zumindest von unten.